In diesem Video geht's hoch hinaus und ihr könnt wieder mitfahren. Ich wollte ja unbedingt nach Flom und hier ist der Grund dafür. Die spektakuläre Fahrt mit der Flombahn steht auf meiner To-Do-Liste. Die Strecke führt von Flom am Fjord rauf auf 866 Meter über dem Meer in Myrdal. Am Nachmittag fahren wir ein Stück weiter und irren bis spät in die Nacht durch den Schnee auf der Suche nach einem Übernachtungsplatz. Wir sind Uwe und Elke und reisen mit unserem Unimog durch Europa. In unseren Videos zeigen wir euch viel Natur, wunderschöne Landschaften und interessante Städte. Also, los geht's! Abonniert den Kanal, damit ihr nichts verpasst! Nach dem Ekelswetter vom Vortag erwartet uns nach einer ruhigen Nacht ein wunderschöner Morgen. Traumhaft die Spiegelungen auf dem Fjord. Wir haben in Flom auf einem Parkplatz übernachtet. Alle Campingplätze sind geschlossen und die Parkautomaten sind außer Betrieb. Das ist auch nur jetzt im Frühling oder im Spätherbst möglich, bevor oder nachdem die Kreuzfahrtschiffe und die Reisebusse nicht mehr unterwegs sind. Flom ist noch im Winterschlaf. Heute sind wir in Flom und wir wollen jetzt mal mit der Flombahn nach Myrdal fahren. Das muss eine der tollsten Bahnstrecken der Welt sein. Wir lassen uns überraschen. Ich steige jetzt mal ein. Wunderschön die alten Waggons. Hier mal kurz die Karte der Strecke. Zwischendurch gibt es mehrere Haltestellen und einen längeren Zwischenstopp an einem Wasserfall. Wir erreichen den Zwischenstopp an dem Wasserfall und können den Zug verlassen. Der Wasserfall ist komplett eingefroren. 2013 waren wir schon mal hier, im Juli. Da sah das hier so aus. Eine Dusche, die war direkt gratis dabei. Auf der Bergfahrt hatte ich kein Fenster zum Öffnen und in den Videos waren nur Spiegelungen zu sehen. Deshalb mehr von der spektakulären Strecke gleich auf der Rückfahrt. Nach einer Strecke von rund 20 Kilometern, für die die Bahn ca. eine Stunde braucht, erreichen wir den Bahnhof Myrdal auf 866 Meter über dem Meer und tauchen in ein Winterwunderland ein. Meter hoch liegt der Schnee hier oben. Da fragt man sich natürlich, warum fährt ein Zug von Flom am Fjord, also von Meereshöhe, hier rauf nach Myrdal. Das ist nicht die einzige Bahnlinie oben am Ende der Welt. Die Hauptbahnstrecke von Bergen nach Oslo kommt hier oben ebenfalls mal kurz aus dem Tunnel für einen Zwischenstopp und wie wir sehen, ist jetzt sogar hier oben reger Betrieb.
In der Zeit, wo die Flombahn hier oben steht, kommen jeweils ein Zug aus Oslo und ein Zug aus Bergen hier oben an und viele Reisende steigen um. Jetzt noch ein paar Infos zur laut Reiseführer schönsten Bahnstrecke der Welt. Sie ist eine eingleisige, normalspurige Strecke, die von der norwegischen Bergbahn abzweigt und wegen der durchfahrenen Landschaft und ihrer erheblichen Steigung heute eine Touristenattraktion in Westnorwegen darstellt. Mit dem Bau wurde 1923 begonnen, um eine Verbindung für den Güterverkehr von der Bergbahn hinunter zum Sognefjord zu schaffen, der ganzjährig durch Schiffe befahren werden kann. Von den 20 Tunneln der Strecke wurden 18 in Handarbeit vorangetrieben, sodass pro Meter Tunnel ein Monat Arbeit nötig wurde. Im Herbst 1936, nach 13 Jahren, waren die Bauarbeiten so weit fortgeschritten, dass die Gleise verlegt werden konnten. Und am 1. August 1940 wurde die Strecke mit Güterzügen, die von Dampflokomotiven gezogen wurden, in Betrieb genommen. Planmäßiger Personenverkehr begann am 10. Februar 1941. Und die Elektrifizierung erfolgte erst 1944. In den 1950er und 1960er Jahren war die Strecke wie andere Nebenstrecken in Norwegen von Stilllegungen bedroht. Da aber der touristisch generierte Personenverkehr ständig zunahm, wurde davon abgesehen. Im Jahr 2013 konnte mit 718.195 Fahrgästen ein neuer Besucherrekord aufgestellt werden. Die Flåmsbana ist damit eine der meistbesuchten Touristenattraktionen Norwegens. Die Bahnstrecke ist 20,2 Kilometer lang und überwindet dabei einen Höhenunterschied von 864 Metern. Auf diese Weise gehört die Flåmsbana zu den steilsten normalspurigen Adhäsionseisenbahnen der Welt. 5 voneinander unabhängige Bremssysteme sorgen für die Sicherheit des Betriebs. Die Strecke führt durch 20 Tunnel, wobei einer von ihnen als Kehrtunnel ausgeführt wurde, um Höhe zu gewinnen. Die Gesamtlänge der Tunnel beträgt 5.692 Meter. Damit liegen 28% der Strecke im Tunnel. Beim Wasserfall Kjosfossen wird ein Stopp eingelegt, um Möglichkeiten zum Fotografieren zu geben. Die Fahrzeit beträgt etwa eine Stunde. Je nach Saison fahren im Winter 4 und im Sommer bis zu 10 Zugpaare am Tag. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt bergauf 40 km pro Stunde und bergab 30 km. In der Nähe des Bahnhofs Flåms gibt es auch ein Museum, das über Bau und Betrieb der Strecke informiert. So, diese Infos, die stammen aus Wikipedia und ich gucke mal, was ich noch an Links dazu finde, die setze ich euch unten in die Beschreibung. Trotz der eigentlich ruhigen Zeit hier in Flåm ist der Andrang zur nächsten Bergfahrt doch ziemlich groß. Nach der Zugfahrt gehen wir noch etwas shoppen und dann fahren wir noch ein Stück weiter mit unserem Mock. Von Flåm folgen wir weiter der E16. So langsam müssen wir mal wieder Richtung Süden beidrehen. Deshalb wechseln wir dann auf die 13. Die E16 ist, wie schon bisher auf der Strecke, meist überdacht. Ein Tunnel reiht sich an den nächsten. Diesmal sogar mit bunt wechselnden Farben beleuchtet.
Wie überall hier in Norwegen finden wir wieder eine Tankstelle, wo wir auch kostenlos Wasser tanken können. Hier mal ein Blick in unsere Anschlussbox. Hier sind unsere Wasser- und Stromanschlüsse für rein und raus. Im Sommer schließen wir hier oft auch eine Außendusche an, praktischerweise mit Warm- und Kaltwasser. Dann beginnt wieder die Suche nach einem Übernachtungsplatz. Ich entdecke auf Google Maps eine schöne Route und wir machen einen Bogen etwas abseits der 13. Dass da nur auf ca. 300 Meter über dem Meer noch solche Schneemengen liegen, hätten wir nicht erwartet. Da ist nur die Straße frei. Seitenwege oder versteckte Parkbuchten zum Übernachten sind unter dem dicken Schnee verschwunden. Nur 3 bis 4 Kilometer weiter unten am Fjord ist der Schnee weg und wir finden dann im Stockdunkel nur einen Platz direkt an der Straße. Wie schön es hier trotzdem ist, sehen wir dann am nächsten Morgen und ihr im nächsten Video. Bis bald, tschüss, eure Elke. Wenn ihr euch jetzt auch für so ein Fahrzeug interessiert, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Schaut mal auf unserer Webseite auto-stamm.com. Wir sind autorisierter Händler des niederländischen Kabinenbauers Blissmobil für Deutschland, also die gleiche Kabine, wie wir sie auf unserem Unimog haben. Einfach mal runterscrollen oder oben auf den Link Bliss klicken. Ein Link zu unserer Roomtour von unserem Unimog, die findet ihr hier. Und dann geht's weiter zu den verschiedenen Kabinengrößen. Ja, und bei Interesse oder Fragen, da könnt ihr euch direkt bei Uwe bei uns in der Firma melden. Na dann, bis zum nächsten Video oder wir sehen uns mal bei uns in Solingen. Bis bald. Tschüss, eure Elke.